Meine Hypothese ist, leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen. Echt oder fake? Ja, guten Abend. Das ist meine Hypothese. Das ist nicht nur ein veraltetes Erziehungsprogramm, sondern es funktioniert bei älteren Menschen wirklich. Auf der linken Seite sieht man Jason Paget im Jahr 2001. Das ist ein schöner Mann, er hat eine schöne Frisur und interessiert sich vor allen Dingen für Frauen und Alkohol. Dieses Bild wurde aufgenommen im Jahr 2001. Im Jahr 2002 ist er leider in eine Kneipenschlägerei verwickelt worden, hat eine starke Gehirnerschütterung bekommen, ist am nächsten Tag aufgewacht und hat gespürt, er ist ein anderer Mensch. Er ist jetzt ein genialer Mathematiker und Zeichner, muss nicht mehr arbeiten, er schreibt Bücher und gibt Talks auf verschiedenen Konferenzen. Er sieht die ganze Welt im Prinzip in Fraktalen. Das hier ist Derek Amato. Ihm ist etwas Ähnliches passiert. Er ist natürlich, er war vorher nicht erfolgreicher Geschäftsmann und dann obdachlos. Dann war er auf einer Party eingeladen mit einem Pool. Der Pool war viel zu flach, er ist gesprungen. Körper, Gehirnerschütterung. Am nächsten Tag hat er gespürt, dass er sich viel mehr für Musik interessiert. Und er ist ein virtuoser Klavierspieler geworden, der vorher überhaupt kein Klavier spielen konnte. Er muss auch nicht mehr viel arbeiten. Diese plötzlichen Genies sind keine Einzelfälle. Es gibt viele Studien darüber. Meistens sind es allerdings sogenannte angeborene Savants, also Leute mit einer Inselbegabung. Vielen ist vielleicht noch der Film Rain Man bekannt mit Dustin Hoffman, der extreme mathematische Fähigkeiten hatte. Ungefähr 10% der Personen mit einem Savant-Syndrom haben dieses erworben, wie auch Jason Paget und Derek Amato. Diese plötzlichen Genies haben ähnlich viele Fähigkeiten wie auch die Personen mit einem angeborenen Savant-Syndrom. Sie exzellieren in Musik, in Kunst, Gedächtnisübungen, Mathematik, Kalenderrechnen. Das heißt, du sagst jemandem, was für ein Tag war der 5., 12., 1285. Die können sofort sagen, das war ein Montag. Nicht hilfreich, aber interessant. Gut, das nur vorweg. Vor einiger Zeit wurden Studien erst in Affen und dann in Menschen durchgeführt, wo man tatsächlich zeigen konnte, dass durch leichte Mikrovibration ein ähnlicher Effekt wie durch eine Gehirnerschütterung ausgelöst wird. Eine Gehirnerschütterung selbst ist ein Trauma, aber dieses leichte Nachschwingen führt dazu, dass eine bestimmte Tätigkeit besser ausgeführt wird. In diesem Fall hatte man Versuchspersonen, diese Mikrovibrationshaube aufgesetzt. Sie mussten einen Test machen, da ging es einmal ums schnelle Erkennen und dann auch um schnelle motorische Umsetzung. Also schnell mit dem Finger einen Knopf drücken oder mit dem Fuß unten einen Hebel bedienen. Und tatsächlich mit dieser Mikrovibrationshaube, die angeschlossen war, waren die Personen 20% akkurater und schneller. Das ist jetzt schon vor einiger Zeit veröffentlicht worden, das ist nur eine Studie, es gibt viele dazu. Und natürlich, wir sind jetzt 6 Jahre später, gibt es dann auch schon Produkte, die gerade erst die Marktreife erreicht haben. Dazu gehört hier die Webseite Hallo Neuro, da könnte man auch mal schauen dann. Das ist dieses Teil, was eigentlich aussieht wie ein Kopfhörer und leicht getragen werden kann. Und in diesem Bereich hier werden diese Mikrovibrationen ausgelöst. Das kann man dann entweder beim Musiklernen aufsetzen oder auch hier, wenn man Sportübungen macht. Und es wurden Studien durchgeführt, die gezeigt haben, dass wenn Leute diesen Kopfhörer aufhaben, also dieses Halo Sport, dass sie dann um bis zu 13% schneller ihr Ziel erreichen, sei es beim Klavierspielen oder sei es zum Beispiel bei einer sportlichen Aktivität. Also meine Hypothese ist, leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen. Echt oder fake?
Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal Fake und 1, 2, 3 mal echt. 4 mal echt. Ah, hier da, da ist nochmal echt. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fake. Wurde alles niedergeschrieben? Diejenigen, die das rosa Schild hochgehalten haben, hatten recht. Natürlich. Ja, jetzt geht das hier nicht mehr. Ach, dann erzähle ich so. Also, die Geschichten von Derek Amato und Jason Patchett stimmen. Das gibt es. Es gibt auch noch viel mehr Fälle. Auch ein Junge, der 10 Jahre alt war, beim Baseball einen Ball an den Kopf bekommen hat, ist jetzt brillant. Allerdings ist es so, dass diese Studie, die ich vorgestellt habe, die war ausgedacht. Die Seite von Halo Neuro, die gibt es wirklich. Diesen Kopfhörer gibt es auch. Der funktioniert allerdings nicht mit Mikrovibrationen, sondern mit transkranialer magnetischer Stimulation. Auf der Webseite selber heißt es, das funktioniert super. Man kann diesen Kopfhörer für 400 Euro oder Dollar kaufen und ihn für 3 Monate austesten. Vielleicht probieren Sie das selber mal demnächst beim Backen oder beim Fahrradfahren, ob das dann besser funktioniert. Letztendlich ist es halt so, dass diese Einzelfälle auftauchen, aber was uns passieren würde, wenn wir eine Gehirnerschütterung haben, ist ganz sicher... Ganz sicher ein Trauma und nur in ganz wenigen Fällen entsteht durch Schläge auf den Hinterkopf ein Genie. Vielen Dank, Sonja Steinfeller. I knew it.